Jo, was geht? Wie versprochen, hier nochmal die Reward Pulls. Ich muss nur ganz kurz gucken, was der Legend Pull ist. Das hier müsste Legend Pull sein, das hier ist 4-Star Guaranteed. Müsste. Am Ende werde ich jetzt wieder Legend ziehen und mich wundern. Wie immer bin ich mir äußerst sicher, dass es ein Dupe sein wird, weil es ist immer ein Dupe. Und ja, keine Ahnung, was will man machen, ne? Ich meine nur. So, ja, das ist auch der 4-Star Guaranteed. jo. Auch ein Gold. Mal sehen, wer wird's. Gear 3 Ruffy. Früher der besten Pulls, den man haben konnte. Jetzt nicht mehr. Jo, kommen wir zum Dupe-Pull. Welcher Dupe wird's diesmal? Ich bin gespannt. Dupe Mihawk. Schon wieder. Langsam fühle ich mich ganz schön verarscht. Weil irgendwie, also ganz im Ernst, soll man bitte die Raids verlesen für diese Pulls. Ich verstehe das echt null. Das hier sind übrigens Dinger, die ich nicht öffnen kann, weil ich anscheinend volle Limit Break Materials habe. Aber das war noch nicht alles, was wir jetzt machen. Denn ich werde gucken, ob ich meine erste Legend Rainbow maxen kann. Beziehungsweise vielleicht sogar direkt zwei, wenn ich ein kleines bisschen Glück habe. Ich bräuchte nicht mal so ein Glück. Erstmal Dofi. Ich habe 7 Tablets. Ich brauche noch ein Level Up für diese Food-Scheiße hier. Und ich wäre echt ganz schön fucking sauer, wenn ich das nicht kriegen würde. Ja! Perfekt. Direkt beim ersten Try. Weil ich habe schon 6 Tablets, die ich so beim Treasure Mode bekommen habe, reingeklatscht. Nicht gemaxt bekommen. Nice. Dofi endlich maxed. Und dann haben wir noch eine zweite Legend, die kurz vor maxed ist. Ja, ich weiß, es hört sich lächerlich an, aber boah. Und ich meine, wir kriegen Charge Special Tablets. Ja, ich habe 7 bekommen. Bedeutet, es ist auch nicht so unwahrscheinlich, dass ich die jetzt Rainbow Max bekommen würde. Und das wäre ziemlich lustig, weil ich die nicht spiele. Und wow! Wow! Ich habe boah, Sixter Plus Rainbow Maxed. ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, ich gehe nicht dann vergraben. Ja, ne? Würde ich schon sagen. So, dann wollte ich mal gucken, ob wir mich die anderen. Sorry, dass ich hier die ganze Zeit husten muss, Alter. Wenn ich die anderen Tablets klatsche. Auf ihm lohnt sich diese Anti-Food-Scheiße nicht. Eigentlich, das lohnt sich mies auf Shirahoshi, finde ich. Auch wenn ich jetzt zwar weiter gerne auf Rainbows gehen würde. Darauf scheiße ich jetzt erstmal. Ich klatsche die jetzt erstmal auf Shirahoshi. 4 Stück. Klatsche ich darauf, weil vielleicht kriegt man ja 4 aus 4. Unwahrscheinlich. Aber man weiß ja nie. Ich denke, ich werde hier auch die Inschilder geben. Mal sehen. Ja, äußerst unwahrscheinlich. Geil. Richtig geil. So. Vielleicht jetzt. Ja, eins, komm. Zwei wären richtig geil. Komm. Ah, schade. Weil bei ihr lohnt sich das echt mega. Da bekommt man dann am Ende 10 raus. Und minus 10 von der Scheiße ist schon richtig gut. Dann gucke ich mal, was für Tablets Akaino braucht. Ich guck mal, ob es möglich wäre. Ach, der braucht auch die Scheiße. Egal, ich versuche mal das zu maxen. Das ist zwar gar nicht so intelligent, weil, wenn man drüber nachdenkt, kann es sein, dass man das gar nicht möchte, dass das Max ist. Ich hätte aber lieber einen Rainbow Max in Akaino. Deswegen. Warum man das vielleicht nicht Rainbow Max haben will. Ihr müsst überlegen, wenn man durch eine Barriere durchgeht, verliert man die Combo-Hits. Und wenn man die Combo-Hits verliert, bedeutet das, dass man vielleicht nicht durch eine Barriere durchkommt, weil man zu wenig Combo-Hits hat. Beziehungsweise auch manchmal ist es so, dass man irgendwie zum Beispiel einen Farbenorb hat, bei einem Farbenorb chillt und dann halt nicht durch die Barriere durchkommt. Und dann Akainos Damage nicht striken kann oder sonst was. Vor allen Dingen war Akaino halt scheiße, weil du halt manchmal einfach da durchkommen möchtest mit seinem Damage. Aber wie gesagt, mir geht es eher darum, ihn Rainbow Max zu bekommen. Deswegen klatsche ich die jetzt trotzdem rauf. Und hoffe natürlich auf das Beste. Mir wär richtig geil, wenn ich das auch im Max bekommen würde. Fängt schon mal gut an. 0 aus 3. Ich hasse die Raids auf diesen Tablets. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Aber die ist dezent scheiße. Also dezent hardcore. Mega scheiße. 0 aus 6. Okay, gut. Mit einem solch schlechten Ergebnis hat man auch nicht mehr gerechnet, seitdem Fukushima explodiert ist. Nice. Kriegen wir jetzt zwei? Wir kriegen nur eins.
Danke, Akaino. Du bist genau wie im Anime ein Hurensohn. Eieieiei. Also sorry, dass ich hier wieder so ein unprofessionelles Video mache. Aber es seid ihr gewohnt. Insofern. Ja, nice. So, wie weit haben wir den? Ach ja, Max. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ich gebe dem jetzt auch noch die, die Scheiße hier. Da wäre ich auch ganz glücklich, wenn ich mehr bekommen würde, weil ich hätte den echt gerne Rainbow Max. Klar, dieses Mal werde ich den nicht Rainbow Max bekommen, aber vielleicht ja beim nächsten Mal. Okay, direkt 1, nice. 2? 3? What the fuck? Das werde ich jetzt trotzdem niemals Max bekommen, sage ich. 100% nicht. Aber trotzdem, das war gerade richtig geil. Okay, 0. 5 Tablets. Kann ich ihn maxen? Die Raid sagt ja. Also ich meine, es ist eine 1 aus 5 Raid ungefähr. Okay, langsam wird's eklig. Nope, falsches Tablet. Die Raid sagt ja, aber mein Luck sagt wahrscheinlich nein. Okay. Interessant. Komm. Ach, Kacke. Mann, das wäre geil, wenn ich das schon beim Max bekommen hätte. Dann wäre ich echt schon nah dran. Vor allen Dingen kann es halt sein, dass du nächstes Mal keine Farben-Tablets bekommst. Weil man kriegt ja nicht immer alle Tablets gedroppt beim Treasure Mode. Verdammt. Oh, bitte ein 1 aus 1 jetzt. Komm, bitte ein 1 aus 1. Ich werde nicht hingucken. Ja! Ich habe doch hingeguckt. Nice. Mega geil. Da muss ich nicht auf den nächsten Treasure Mode hoffen. So, perfekt. Wenn ich jetzt noch genug Tablets beim nächsten Treasure Mode für die Scheiße hier kriege, kriege ich den Rainbow Max. Das wäre mega, mega geil. Ich würde mich richtig, richtig freuen, wenn ich den Rainbow Max bekommen würde. So, wir machen noch weiter. Ich meine, es gibt noch andere Legends, die diese Charge Special Scheiße haben. Mittlerweile. Marco war es nicht. Hat Marco minus 10 auf der Scheiße hier? Nope. Hier auf der. Ja, der hat minus 10. Ja, dann klatschen wir die restlichen Heal-Sockets. Klatschen wir bei ihm rein. Ach nee, ich habe gar keine restlichen Heal-Sockets. Ich dachte gerade, ich hätte noch irgendwie restliche. Soll ich ihm die Damage-Reduction-Kacke geben? Nee, bei der Damage-Reduction-Kacke überlege ich erstmal noch. Wen bin ich denn noch nah dran zum Maxen? Ich guck mal, wie mein Judge aussieht, mein Uni-Wolf da. Okay, der braucht auch diese Scheiße hier. Bei dem werde ich auch noch ein bisschen brauchen. Priorität hat nämlich jetzt erstmal Kaino. Lore. Lore wäre sogar möglich momentan. Mit richtig Luck. Mit richtig, richtig Luck. Ja, wir machen mal bei Lore weiter. Warte, wie viel braucht der da noch? Oh, 2. Ja, nevermind. Dann nehmen wir natürlich weniger Tablets. Okay, nichts. Geil. Also die perfektierte Scheiße, die müsste ich Max bekommen bei ihm, schätze ich. Richtig, richtig, richtig geil wäre Barrierekacke bei ihm. Auch wenn er nicht mehr das auf Max bekommt, bedeutet, ihr ist eigentlich nicht die schlauste Wahl, um ihm das zu geben. Ich glaube, er geht nur dann über 50% immer durch Barrieren durch. Und besser ist natürlich einfach, wenn man immer durch Barrieren durchgeht. Das macht halt Akaino zum Beispiel. Weil Akaino, bei ihm ist der Socket zwar gut, aber es ist halt nachteilig, dass er so gut ist eigentlich, weil du willst es halt nicht immer, dass er durch Barrieren durchgeht, aber das wird im Normalfall nicht funktionieren. Normaler, es ist eher nützlich. Also es gibt zum Beispiel für den, man kann ja mit Akaino den Dings Forest clearen, mit den neuesten, den Capone Forest. Und bei dem ist es halt nützlich, dass du diese Scheiße hast. Und deswegen, allein dafür kann man es eigentlich wirklich maxen. Und dann halt auf die ein, zwei Situationen im Game scheißen, wo es halt nachteilig ist. Wo man halt mehr Combo-Hits braucht oder sonst was. Aber ja, bei Lore sieht jetzt hier auch irgendwie langsam kritisch aus. 6 Tablets haben wir hiervon noch. Okay, der hat jetzt echt gar keinen Bock mehr langsam. Komm schon, no. Sei kein Bastard. Komm. 4 Tablets noch. Ich habe keinen Bock, dass es wieder bei Akaino so der übelste Nervenkitzel auf dem letzten Tablet ist. Komm, jetzt gib mir mal das ab. Komm, gib mir das ab. Komm. Ach, Mann, ey. Ich krieg's kratzen. Ich
Ich bin in Überlegung, die letzten zwei Tablets einfach beide reinzuklatschen. Für eine bessere Rate zu hoffen. Ja, nice. Perfekt. Das wollte das Spiel dann doch nicht, dass ich das mache. Jo. Dann klatschen wir hier rein. Wenn wir jetzt nicht eins kriegen, dann ist ein Rainbow Max ausgeschlossen. Ein Rainbow Max ist sowieso äußerst unwahrscheinlich. Also sowieso. Aber naja. Man kann ja träumen. Okay, eins. Es ist nicht ausgeschlossen schon mal. Aber hart unwahrscheinlich. Nope, nicht das. Aber man kann träumen. Man kann träumen. Ich habe einen Traum. Oh, 4. Ah, ist aber voll in Ordnung, war eine gute Rate hier bei den Dings. Ich will mal gucken, ob er den Max geht eigentlich. Ja, ne, nur über 50%. Aber wenigstens schon mal Level 4, weil dann ist ja nicht mehr, wenn man Full Life sein muss, sondern über 80%. Das ist schon mal ein gutes Improvement gegenüber Level 3. So, und dann klatschen wir die Int-Dings auch rein. Bei dem Wichser fehlt uns dann auch nicht mehr viel. Oh, nice, schon mal 1. Wenn ich dies jetzt Max bekomme, heul ich. Okay. Nope, never mind. Also es wäre noch möglich, aber ist auch äußerst unwahrscheinlich. Da müssen wir auch wieder hoffen, dass wir die Farben Tablets bekommen nächstes Mal. Aber nope, Lore wollte diesmal nicht näher ans Maxen kommen. Hier fehlt echt noch ein bisschen. Das sind noch 4 Ups. Aber egal. So, wie machen wir denn dann weiter? Was fehlt denn Robin so? Die hat auch diese perfekte Scheiße. So wie in Rage Scheiße. Ja, Chiaoshi. Da haben wir nicht so reingelackt, leider. Wen haben wir denn noch so? Luki will auch nichts davon haben. Was hat Bato so? Okay. Dann könnten wir eigentlich das letzte Dex-Dings hier geben, ne? Ja. Die Sache bei Lore ist, ich habe ja noch 2 Lore-Dupes. Ich hab mir gerade so ein. Insofern, wenn ich ein bisschen Luck gehabt hätte, hätte ich ihn echt Rainbow maxen können. Und ich hätte die 10.000 Rally Points geopfert, bin ich ehrlich. Die hätte ich wirklich geopfert. Wie viel fehlt mir da? Da fehlt mir... Ah, ist schade, ist echt schade. Naja, was soll's. Was haben wir denn noch so für Dupes? Ich wollte mal ganz kurz gucken, was ich noch so für Dupes habe. Mihawk haben wir 2-mal, Lore haben wir 2-mal, Luki haben wir 1-mal, Blackbeard, Croc, Bato. Mir geht's halt echt nur um dieses Rainbow und ich finde das Rainbow absolut geil, wenn die in der Box gerainbowt sind. Aber nee, Rainbow bekommen wir jetzt nicht noch eine. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es eine Legend gibt, die noch die Charge Special Scheiße hat. Lasst mich mal einfach kurz nachgucken. Man kann ja nach diesem Limit Break sortieren und Legends einfach filtern. Kurason hat das und Boa hat das. Und ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, es hat noch jemand. Ich weiß nicht, ob ich diese Unit habe. Cooldown Reduction, Pinch, Potential Ability und Sixter. Nope, es hat nur Kurason und Boa. Insofern gibt es keine Legend, der ich das noch geben könnte. Ich könnte das halt maximal noch irgendwelche Nicht-Legends geben. Ich guck mal nach vielleicht guten Rare Recruits. Ja, und Moria hat das. Ja, dann geben wir das Moria. Ganz klarer Fall. Weil der ist halt mega, mega gut. Der ist ja fast Legend-Level. Ja, brauchen wir zwar Luck, aber wäre schon geil. Wenn wir da was rausbekommen würden. Auch eine 1 oder 2 Level wären mega geil schon. Also da würde ich mich echt freuen, weil dann geht's auf 3 hoch. Nice. Das ist schon mir minus 3. Minus 5. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und es ist am Ende minus 9. Bedeutet, mit Cooldown Reduction hat man ihn immer maxed am Anfang des Turns. Mega, mega gut. Wirklich mega geil. Oh, nice. Minus 7. Perfekt. Minus 7 Turns? Das ist mega geil. Ach nee, er ist ja sogar nur auf dem 11. cooler. Ja doch, nevermind. Man hat ihn dann maxed, wenn man das Dings. Ja, so muss ich noch 2 Turns stallen, leider. Insofern, Max wäre natürlich richtig episch gewesen. Aber das geht auch klar.
Also ich scheiße jetzt mal drauf, dass ich hätte Codazon ziehen können. Bei Codazon lohnt sich das längst nicht so krass wie bei ihm. Bei ihm ist er eigentlich besser als Legend. Und erst recht als Codazon. Psy-Schilder haben wir leider nicht für Shanks. Die haben wir an Akaino verballert. Mihawk, will der vielleicht noch was von den Kack? Könnten wir die Perfect-Hit-Dinger geben. Wir haben auch noch zwei Mihawk-Dupes. Hm. Wie sieht's bei Fuji aus? Der hat hier mal 2,50. Ja, es geht, klar. Euer Heal-Potential-Ability solltet ihr am besten Magellan geben. Also außer, jetzt ihr wollt irgendwelche... Ihr habt Lacy oder so und wollt es den maxen. Ich weiß nicht, hat Lacy das? Ich bin mir nicht sicher. Nehmt das mal nicht für bare Münze. Ich glaube, Lacy hat das, bin mir nicht sicher. Oder Luffy Ace, für die ganzen Nutten, die sich da beschweren. Denn bei ihm ist das wirklich mega gut. Er macht unter 30% mal 3. Bedeutet mit Doppel-Magellan unter 30% hielt ihr 3000. Wenn ihr es maxed ist. Plus 1000 Outheal sind 4000. Man hielt wirklich einen ganzen Batzen Leben mit dem. Deswegen, man kann dann manchmal einfach stallen mit Magellan so. Also, deswegen gebt es am besten Magellan, falls ihr Magellan habt. Und nicht gerade irgendeine richtig krasse Top-Tier-Legend, die ihr vor uns vor Rainbow habt. Bei Magellan lohnt sich das echt mega. Ja, ich bin froh, dass wir Doofy gemaxed bekommen haben. Sorry, dass ich das Video in die Länge ziehe, aber es gibt halt sowieso die Leute, die feiern das immer, wenn sie ewig lange Videos sehen. Und dann gibt es halt die Leute, die einfach wegschalten. Und ja, ich denke, ist ja jeder zufrieden, wenn ich ein langes Video hochlade, oder? Einfach mit ein bisschen Lava. Ich wollte allerdings echt noch gucken, ob ich weiteren Units jetzt die scheiß Potential Ability Kacke gebe. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Nee, Enel. Hat Enel minus 10? Er müsste minus 10 haben eigentlich. Ja, hat er. Für Enel lohnt sich das auch. Gebt diese Scheiße echt den, den sich lohnt. Also ich würde da fast nicht so auf Rainbow hustlen. Ich finde so Rainbow hustlen auch geil, aber... Es ist eigentlich besser, das Leuten denen zu geben, bei denen es sich lohnt. Leider hat Boa nur minus 5. Ganz schön schwach eigentlich für eine Legend, wie ich finde. Aber naja. Bei ihm vielleicht. Ah ne, ich glaube, ich behalte mir den Rest. Und guck einfach, was ich dann noch so daraus machen kann. Ob ich vielleicht irgendwann noch einen näheren Rainbow bekomme. Wenn ich einfach welche behalte. Insofern hoffe ich euch... Hat das Video gefallen? Und es war unnötig lang, ich weiß. Aber wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.